Einen wunderschönen guten Abend, liebe Motorsportfreunde. Heute zum 19. Rennen der Racing League eSport in Melbourne. Heute starten wir aufgrund des Formel 1 Rennen, was im Fernsehen lief, ein bisschen später als gewohnt. Q1 wird ja wie öfters übersprungen, so dass wir dann relativ zeitnah jetzt in Q2 kommen sollten. Von daher gehen wir jetzt hier in Q1 gar nicht drauf ein. So, wir fahren trotzdem eine Runde mit Reynaldus mit Australien, beziehungsweise Melbourne Park, sollte doch jedem ein Begriff sein. So, wir können aber trotzdem mal auf die Fahrer eingehen. Also heute haben wir Reynaldus dabei, Hurricane, Beast, Marvin, Markolinski, Buti, Dynamo, Olli Olaf, dann Miguel, Grimsey, Lord Dennis, Leclerc, Janni, Axel und Linus. Beide Kandidaten, die um den Titel kämpfen, Axel und Linus, sind dabei. Ich würde sagen, während wir das Q1 so nebenher jetzt laufen lassen, schauen wir uns einfach mal die Tabelle an. So, die Fahrertabelle. Platz 1 belegt von Linus mit 286 Punkten, gefolgt vom Teamkollegen Axel mit 265 Punkten. Also eine Differenz von 21 Punkten, wenn wir bedenken, man kann maximal 26 Punkte für einen Sieg bekommen. Aufgrund der schnellsten Rennrunde zum Beispiel noch. Ist definitiv noch ein bisschen was drin. Also auch Axel könnte hier den Platz 1 noch übernehmen. So, auf Platz 3 haben wir Leclerc mit 144 Punkten, eine Differenz von 142. Er hat definitiv wohl keine Chance mehr, an Platz 1 oder 2 dran zu kommen. Wir haben jetzt noch, Japan wird nachgeholt. Mit Japan sind es noch 5 Rennen. Also werden maximal etwas über 100, was habe ich gesagt, 26 und 130 Punkten drin. Dafür müsste aber wirklich alles gut gehen für ihn. Und selbst das würde dann nicht reichen. Na gut, Janni auf Platz 4 mit 134 Punkten. Dann haben wir auf der 3, auf Platz 5, Buti mit 133 Punkten auf Platz Nummer 4. Haben wir Hurricane mit 97 Punkten, auf der 7 Markolinski mit 89, Olaf auf Platz 8 mit 83 Punkten, AC auf 9 mit 72 Punkten, Miguel rundet das Feld auf Platz 10 mit 67 Punkten ab. Dann geht es dann weiter, Trinzi, Marco, Reynaldus, Lord Dennis, Marvin, Michel, Luis, einfach Leon, Dynamo, Cryptix, King of Oak, Savi, Master Blaster, Slave One und Beast. Ja, und entsprechend natürlich die Teamtabelle. Sieht natürlich definitiv alles hier für Alpine aus. Also die Konstrukteurs-WM eigentlich schon so gut wie sicher. Sie ist sicher. 551 Punkte. Das nächste Team hat dann 231 Punkte. Somit eine Differenz von 320 Punkten. Auf Platz 3 haben wir die Aston Martins mit 185 Punkten. Die AMG ist auf Platz 4 mit 164 Punkten.
auf Platz 5 Red Bull Racing mit 150 Punkten. Ferrari auf der 6 mit 119 Punkten. Dann haben wir auf der 7 Williams Racing mit 93 Punkte. Haas Team auf 8 mit 84 Punkten. Alfa Tauri auf der 9 mit 77 Punkten. Und zu guter Letzt haben wir Alfa Romeo mit 74 Punkten. Also da sieht man, da geht noch was an den Plätzen. Platz 2 zu erreichen, ja, auch noch machbar. Für Platz 3, 4 und 5. Aber natürlich immer vorausgesetzt, dass die dann auch nicht mehr zu viele Punkte holen. So, das Qualifying, ja, so gut wie beendet. Rinaldos fährt hier noch weiter. Alle anderen haben schon aufgegeben. So, was ist jetzt? Ja, ihr Ernst, Leute. So, dann gehen wir ins Q2. So, Q2, die besten 10 Fahrer ziehen in Q3 ein. Also jetzt heißt es natürlich für alle Gas geben. 15 Minuten haben sie Zeit. Von daher schauen wir einfach mal, wie das Qualifying ausgehen wird. So, da
Ist auf jeden Fall schon einer draußen auf der Strecke. Wer war denn das jetzt? Hm. Wir fahren mal mit Marvin mit. So, natürlich reifenmäßig sind bis auf Dynamo, Lord Dennis, Leclerc und Janni alle auf Softs, die hier auf Mediums unterwegs aktuell noch. So, dann schauen wir uns mal die Sektorenzeit an von Marvin. 27.007 in Sektor 1. Bei Booty bleibt die Zeit stehen bei 26.753, also auf jeden Fall ein Ticken schneller als Marvin aktuell. Sektor 2 hat er jetzt 49.206. Purple Zeit. Booty wiederum nur eine 48.869. Aber wir bleiben auf Marvin. Wir gucken, wo kommt Marvin an, bei was für einer Zeit. Und zwar eine 1.22.463. Wo bleibt die Zeit stehen für Booty? 1.21.747. Rinaldus ist auch über die Ziellinie schon gekommen mit einer 1.22.684. So, ich bin gespannt, wo ordnen sich die Medium-Fahrer ein. Leclerc ist auf seiner Hotlap und auch Janni aktuell. Janni eine 1.22.371 mit Mediums, auf Platz 2 gefahren. So, Olaf auf Soft auf 1.22.098, somit erstmal Platz 2. Beast unterwegs, Beast jetzt auf Startziel. Und eine 1.21.867 ordnet sich erstmal hinter Booty ein. So, dann kommt auf jeden Fall Miguel. Axel und auch Linus sind auf ihrer Hotlap.
So, bei Axel bleibt die Zeit stehen bei 1,21, 1,58. So, Linus hat sich seine Zeit noch umgehauen. Marco Linsky auf der Strecke. Miguel jetzt Startziel. Die Zeit bleibt stehen bei 1:21.040. Schiebt sich hier sogar noch vor Axel. So, wo bleibt die Zeit stehen für Marco Linsky? Marco Linsky fährt jetzt über Startziel 1:22.200 auch in den Top 10. Wie weit ist Linus? Ah, Linus, jetzt Startziel. Hat somit die 1:21 unterschritten. So, Hurricane ordnet sich hier auf Platz 11 erstmal ein. 1:23.2299. Vermutlich wird er auf Softs nochmal eine Runde hinterherlegen. So, und Dreamsy eine 1:22.562, somit Platz 10 gerade so in den Top 10. So, Axel gibt Q2 schon auf. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er aufgegeben hat. Rennen beendet, genau. So, jetzt fehlt hier noch Lord Dennis und Leclerc, beide noch keine Zeit.
So, auch Linus und Miguel haben Q2 beendet. So, unterwegs jetzt immer noch wieder Rinaldus, beziehungsweise Rinaldus fährt, so wie es aussieht, wieder in die Box. Dynamo wird wohl auch in die Box abbiegen. Hurricane ist nochmal auf der Outlap. Nur Dennis ist auch auf der seiner Outlap jetzt. Gut, dann schauen wir mal. Gerade selber schauen. So, wie sieht bei Hurricane aus? Kann er seine Zeit verbessern? So, 1:23:299 seine letzte Zeit. Und er fährt eine 1:21:807, somit jetzt Platz 7. So, Lord Dennis, oh, ist noch auf einer ungültigen Runde. Ärgerlich. Und auch Leclerc auf einer ungültigen Runde. Oh, das wird verdammt eng. Also Leclerc kommt auf jeden Fall noch mal rüber. Lord Dennis müssen wir sehen. So, auf jeden Fall sind alle noch mal auf der Strecke. So, Leclerc ist über Startziel gekommen für Lord Dennis. Muss es jetzt auf jeden Fall reichen. So, und Lord Dennis fährt eine 1:21:786, gerade so Platz 9. Aber Marvin ist noch schnell unterwegs. Gucken, ob er sich hier auch verbessern kann. Eine 1:21:867, es reicht nicht für Platz 10. So. Olaf auf Platz 7, Booty auf der 4, Janni auf 5,
jetzt auf 6. Wo ordnet sich Leclerc ein? 1,21, 1,34, Platz 3. Somit in den Top 10. So, jetzt fehlt nur noch Dreamsy. Für Dreamsy hat es auch nicht gereicht. So, also im Rennen sehen wir Lord Dennis, Hurricane, Marvin, Dreamsy und Dynamo wieder. Die restlichen 10 Fahrer sehen wir dann jetzt in Q3 noch. Wo die Plätze 1 bis 10 entschieden werden. So, also Reifenwahl klar, sie sind alle auf Softs. Jetzt geht es natürlich darum, die schnellste Runde hier abzuliefern, besten Startplatz zu bekommen. Und ich würde sagen, Rinaldus macht hier den Anfang. Da ist schon einer weiter vorne. Nein, Rinaldus ist vorne dabei. So, alle mittlerweile auf ihrer Hotlap.
angekommen. So, schnellste Runde hier von Linus 1,20783, Olaf 1,21443, Rinaldus 1,22219, Leclerc hat es erwischt. Der ist raus fürs Qualifying. So, Marco Linsky. Eine 1. 21, aber war ungültig. Linus auf Platz 1, 1,20783, Janni auf der 2, 1,21293, Olaf Platz 3, Beast 4, Booty 5, Rinaldus 6, Axel auch auf einer ungültigen Runde. So, ja, es fehlen jetzt noch Marco Linsky, Miguel und Axel mit einer gültigen Zeit hier. Wir haben hier Sektor 3, gelbe Flagge. Ich sehe hier leider keine Zeit ablaufen mehr. Aber von daher müsste das, also müssten noch ein paar Minuten da sein. Jetzt 5 Minuten noch zu fahren. Dann bleiben wir einfach mal bei Miguel, der jetzt in Sektor 2 unterwegs ist. Monkey, moin. Also das Rennen war viel zu geil. Okay. Wenn du das sagst, ich habe es nicht gesehen. Belastend, nee, finde ich nicht. Ich bin nicht so der Formel 1 Freak, was das angeht. Naja, alles gut.
Ja, ich sage es mal so, Monkey, ich habe das früher, habe ich öfters geschaut. Also ganz früher, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. War noch zu Schumacher-Zeiten, halt Michael Schumacher wohlgemerkt. Aber ja, jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr. So, Marco Linsky und auch Axel wieder draußen. Miguel noch in der Box, wird aber natürlich jetzt jeden Moment auch nochmal rausfahren. Die drei noch ohne Zeit hier. Sektor 3 an und wieder gelbe Flagge. Also Marco Linsky fährt hier wohl ein bisschen langsamer. Bringt hier die Reifen auf Temperatur. So, ja, dann warten wir jetzt noch auf die zwei Zeiten oder auf die drei Zeiten von den drei Fahrern. Axel ist in Sektor 2, Marco Linsky ist ein Stück weiter vorne. Das heißt, Marco Linsky bringt uns die erste Zeit von den dreien. So, jetzt nur kein Fehler. Er ist auf einer guten Runde hier unterwegs. Ja, Manki, dir auch noch einen schönen zweiten Advent, auch wenn er schon bald wieder vorbei ist. So, Marco Linsky kommt bei 1, 21,275 über die Ziellinie, somit Platz 3 ordnet sich vor Janni ein, wobei wiederum Janni natürlich unterwegs ist, allerdings auf einer derzeit ungültigen Runde. So, Axel eine 1,26,020, da geht aber noch ein bisschen mehr. Wie sieht es bei Miguel aus? Jo, Dankeschön. So, Miguel kommt jetzt über Startziel. 1,20,880, aktuell Startplatz Nummer 2. Ja, fehlt nicht ganz so viel zu Platz Nummer 1. Ja, Kandidat Axel hat in Sektor 2 ein ganz Ticken, kleines bisschen Zeit gut gemacht. Oh, das wird wohl nichts, diese Runde. Das wird wohl im Rennen heute eine Aufholjagd werden von Axel. Oh, Axel hier wirklich mit Problemen. Eine 1,21,454, somit Startplatz Nummer 8 aktuell. Aber Rinaldus ist auch noch schnell unterwegs hier. Budi auf Platz 3. Beast auf der 4. Okay, Beast jetzt auf der 5. So, was macht Rinaldus? Kann er noch einen Platz gut machen? Oder auch 2? Oder 3? Ja, Platz 5 für Rinaldus im Williams. So, also Startaufstellung sieht wie folgt aus. Linus, Miguel, Buti,
Janni, Rinaldus, Beast, Marulinski, Olaf, Axel, dann Leclerc. Und die anderen 5 Plätze sehen wir dann gleich. So, ich gehe mal kurz in den Pausebildschirm.
So, ich sollte auch versuchen zu reden mit Mikrofon entmutet. So, also Einführungsrunde ist jetzt vorbei. Startaufstellung Linus, Miguel, Buti, Janni, Rinaldus, Beast, Marco Linsky, Olaf, Axel, Leclerc, Lord Dennis, Hurricane, Marvin, Dreamsy und Dynamo. So, ja, dann kann es losgehen. Wenn der Letzte steht, wird die Ampel angehen. Und dann ist es Vollgas. Juhu, Sektor 3 angeblich schon eine rote Flagge. Gelbe Flagge, Entschuldigung. So, Ampel ist aus, es geht los. Ja, man kennt die Startaufstellung. So, da zieht ein. Oh, wer ist denn das? Das müsste Janni sein. Nee, Marco Linsky, zwei Plätze gut gemacht. Alle gut weggekommen. Linus auf Platz 1, Rinaldus auf der 2. Im Duell hier mit Buti. Beide gehen zusammen durch die Kurve. Rinaldus drei Startplätze übrigens gut gemacht. Axel auch schon auf Position Nummer 6. Auch er drei Plätze gewonnen. Und Dynamo sogar fünf Plätze gewonnen. Ja, Miguel Verlierer vom Ganzen, 13 Plätze nach hinten. So, hinten sehen wir Lord Dennis gegen Beast. Das war wohl ein Beast, der in der Leitplanke geendet ist, beziehungsweise in der Bande. So, hab ich die richtige Anzeige? Ja, hab ich. So, bis auf Dreamsy und Marvin sind alle auf Softs hier unterwegs. Ich bleibe einfach mal in dieser Ansicht jetzt. So, hinten Dreamsy, Marco, ja, auch Miguel hat sich einen neuen Frontflügel abgeholt. Boah, Alter, was ist hier los? Irgendwie spinnt hier im Moment die Kamera hier. So, Linus kann sich auf jeden Fall hier sehr, sehr gut absetzen. 2,4 Sekunden schon Vorsprung vor Rinaldus. So, Olaf hier im Passduell mit Lord Dennis, mit Leclerc. Das hier aus Leclerc ganz dicht hinter Olaf. So, Marco Linsky geht in die Box. So, Miguel geht vorbei an Marco Linsky.
Oh, hinten Marvin. Oh, da hat sich die Dynamo gedreht. Auch vorne. Oh. Im Moment, wo man nach hinten geht, passiert vorne was. Janni auf der 3. Buti direkt dahinter auf Platz 4. Axel schon auf Platz 5. So, Axel jetzt gegen Guti. Axel vorbei an Guti. Und auch Olaf versucht es, aber es reicht nicht. Jetzt vielleicht Startziel. Der ist bei beiden aktiv. Olaf innen. Aber es reicht für Guti vorne zu bleiben. Oh, oh, oh. Lord Dennis hat es hier erwischt. So, somit Lord Dennis raus hier. Nur VSC. Gott sei Dank. Hab mich endlich bei euch angemeldet. Ja, sehr schön. Nachwuchs wird immer gebraucht. Neue Fahrer. So, der ist wieder aktiv. VSC ist rau weg. Das heißt, es kann wieder Gas gegeben werden. Ja, Axel von Platz 9 schon auf Platz 4 gefahren. Linus 4 Sekunden, ach ja, 4 Sekunden Vorsprung vor Reynaldus. Ja, auf jeden Fall, Mangi, freut mich das zu hören. Ich weiß nicht, wo du dich jetzt angemeldet hast, wahrscheinlich über die Internetseite. Da wirst du bestimmt bald Bescheid bekommen. So, wieder Startziel. Hier sieht es gerade danach aus, als ob kein Angriff kommen wird. So, das ist hier eine böse Kurve. Falsch raus beschleunigt. Schon dreht man sich hier weg. So, Janni auf jeden Fall sehr dicht an Reynaldus dran. Ja, super. Ja, perfekt. Ja, Discord-Link ist auch der einfachste Weg, glaube ich.
So, jetzt vielleicht der Angriff von Axel gegen Janni. Auf der Startziel. Wobei beide hier im DRS-Fenster sind. Wird somit gar nicht einfach werden, da ein bisschen näher ranzukommen. Einzige Leidtragende ist hier ist Rinaldus, der in keinem DRS-Fenster hängt. So, Olaf schließt hier auf Booty, Leclerc an Olaf dran. Und weiter hinten 1,7 Sekunden, 8 Sekunden, 2,3, 27 Sekunden. Ja, also hinten die Abstände sehr groß schon. So, jetzt vielleicht der Versuch von Olaf an Booty. Entschuldigung, ich bin in der falschen Ansicht. So, jetzt Booty außen, Olaf innen, aber Booty bleibt vor ihm erstmal. Aber dafür vorne Axel an Janni jetzt vorbei. Geht so schnell manchmal. So, Leclerc geht in die Box, Harry Kane so dadurch vorbei. So, wo wird als nächstes was passieren? So, Zeitstrafe für Rinaldus, 3 Sekunden. Und sie geht an Harry Kane vorbei, Marvin auch vorbei. Dann gucken wir mal bei Olaf. Sektor 3. Oh nein, Miguel hat es erwischt. Oh, wie ärgerlich. Safety Car. Nein. Ja, das war es dann erstmal mit den Abständen. Jetzt rücken die Fahrer natürlich wieder näher zusammen. Was das Ganze natürlich wieder spannend macht.
So, wir schauen mal in der Ansicht von vorne. Noch bleibt das Safety Car diese Runde draußen. Linus ist ja abnormal schnell. Ja, auf jeden Fall. Linus und auch Axel sind beide verdammt schnell. Wobei Linus noch ein Stück schneller ist. So, Safety Car geht jetzt wieder rein. Linus gibt die Geschwindigkeit vor. Ab Startziel kann wieder überholt werden. So, dann schauen wir den Restart jetzt an. Und ein bisschen weiter hinten. Ja, Marvin aktuell Platz 2, hat Rinaldus im Nacken. Rinaldus greift hier auch schon an und geht vorbei an Marvin. Somit Marvin wieder auf Platz, oder Marvin auf Platz 3. Oh, was ist denn hier los? Streamen Sie. Zurückgefallen auf Platz 11. Ja, richtig. Wir haben 4 F1 liegen auf Konsole. Dann haben wir noch 1 oder sogar 2 PC liegen. Gestreamt werden normalerweise alle 4 beziehungsweise aktuell, glaube ich, sogar, ich weiß nicht, ob alle 4 heute gestreamt werden. Auf jeden Fall Liga 2 wird hier auf Twitch noch gestreamt derzeit. Kann ich gerne den Link hier reinschicken. Und ansonsten finden die anderen statt auf YouTube auf dem Racing League Kanal direkt. Ja, so auf dem Twitch-Link siehst du aktuell Liga 2 derzeit. Ja, genau, auf YouTube, richtig. Muss da bei YouTube einfach mal eingeben: Racing League Esports, beziehungsweise findest du das, glaube ich, auch auf der Internetseite. So, Axel auf Platz 6, Harry Kane jetzt auf 7, Janni auf Platz 3 vorgefahren, Marvin auf der 4, Olaf auf 5, ja, Axel hatten wir gerade, Guti auf 8,
Leclerc auf 9, Dynamo 10, Dreamsy 11, Marco Linsky 12, Bies 13. Ja, Linus schon wieder 2,7 Sekunden vorne. Vorne weg. So, Olaf gegen Marvin. Oh, ganz leicht ein Rempler hier. So, schnell zur Runde von Minus 1,23,947. So, der ist aktiv von Olaf, der jetzt an Marvin hier vorbeigehen wird. Richtig. So, Axel jetzt hinten vorbei an. An Axel ist vorbei an Marvin. Harry Kane auch vorbei an Marvin. Oh, war jetzt hier? Was ist hier gerade los? Oh shit. So, Dynamo nun vorbei an Booty. Booty anscheinend mit Problemen. So, und Marco Linsky geht hier vorbei an Dreamsy. So, Marco Linsky auf Platz 10. Axel vorne auf 5. Linus nach wie vor auf 1. Hat schon mit 3 Sekunden Vorsprung vor Rinaldos. Oh yes. So, Marco Linsky nun auch vorbei an Booty. Booty, der jetzt in die Box geht. Auch Beast geht rein. Oh, der Teamkollege von Booty. Ob das gut geht hier. Sektor 1 haben wir wieder eine gelbe Flagge. War wohl wieder einer neben der Strecke. So, Startziel Axel in, oh nein, wie ärgerlich für Leclerc, wo ist er raus? Safety Car, wo ist er rausgeflogen? So, Marco Linsky hier ohne Frontflügel unterwegs. Ja, wir sehen es jetzt nicht. Reint auf. Reint auf Startziel irgendwo passiert zu sein. Oh, das Fahrzeug ist schon weg. Okay, das Fahrzeug scheint hier schon weg zu sein. Also nächste Safety Car Phase.
So, Runde 18 von 29 hier. Nach wie vor Safety Car draußen. Leclerc, Miguel und Lord Dennis raus. Rinaldus führt jetzt das Feld an. Wir schauen uns mal die Stops an. Aktuell ein Stop. Rinaldus Hurricane. Marvin auch erst ein Stopp. Jetzt gibt es 3 Stops. Reifen, ja, Meteor, Rinaldus und Hurricane waren wohl noch nicht drin. Doch einmal mal ein so, ja, und der Strafkatalog. Rinaldus 3 Sekunden. Hurricane 6 Sekunden. Yanni 3 Sekunden. Dynamo 3, Trimsi 3, Marvin 5 Sekunden und Marco Minsky auch 3 Sekunden. So, Safety Car geht in dieser Runde wieder rein. Abstartziel ist wieder überholen erlaubt. Rinaldus gibt das Tempo vor. So, jetzt nähern sich die Fahrer der Startziel. Rinaldus setzt sich hier relativ gut ab. Sollte keine Probleme geben. So, Hurricane bleibt auch erstmal vor Linus. Eventuell ein kleiner Puffer jetzt für Rinaldus. Je nachdem, wie schnell Linus hier vorbeikommen wird. Er versucht es jetzt schon außen. Hurricane innen. Und da kam es zur Berührung. Linus jetzt auf Platz 2. Axel vorbei an Yanni. Oh, hier gab es ja auch leichte Berührung zwischen Olaf und Yanni. Ja, man merkt, es ist spät, es ist später als sonst. Wahrscheinlich die Fahrer auch ein bisschen unkonzentrierter. So, Booty auf Platz 8. Yanni geht jetzt rein in die Box. Booty auf 7. Schieben sie direkt vor ihm. Ja, Mangi, das glaube ich, geht mir im Moment genauso. Ich wollte eigentlich auch gar nicht streamen, weil mir das zu spät wird, weil ich relativ früh wieder raus muss. Aber naja, gut. So, ja, weil wenn du dann nur 15 Fahrer hast, ist halt im Moment aktuell wenig los. Ist halt wirklich auch anstrengend dann, ne? Ich finde es halt persönlich schlecht, wenn man, ja, keine Ahnung, den Stream zwar laufen lässt, aber nichts zu kommentieren hat und irgendwann geht nun mal der Gesprächsstoff aus. Ist halt so, ne? Kann man nichts dran ändern. So, Marvin auf Platz 8. Nach seinem, ja, nach der kleinen Kollision. Kommt wieder nach vorne auf 8 gekommen. Ne, das war ja Hurricane. Ups, Entschuldigung.
Hurricane auf 10 mittlerweile. So, ja, Lino ist auf jeden Fall an Rinaldus dran. Vermutlich geht Linus jetzt in dem Moment auf Startziel dann an Rinaldus vorbei. Obwohl, er schafft es nicht, noch nicht. So. Aber wohl dann jetzt. Linus setzt sich nach innen. Und geht an Linus vorbei. An Rinaldus. Oh, yes, ist nicht. So, hinten gab es jetzt einen Wechsel zwischen. Was war das? Makulinski vorbei an Marvin. Hurricane. Noch nicht an Marvin. Marvin nach wie vor natürlich an Makulinski dran. Vorne jetzt Axel, ja, jetzt Axel, der Williams-Pilot im Sandwich von Alpine. Wird sich wohl auch gleich erledigen. Axel wird mit Sicherheit jetzt auch sofort an ihm vorbeigehen. Also beide Alpines definitiv dann wieder auf dem Podium. So, schnell zur Runde. Olli, Olaf, 1.23.202. So, hier Axel besser rausgekommen als Rinaldus. Aber Rinaldus jetzt innen. Ja, geht vorbei. Axel somit Zweiter. Und Sektor 1 wieder eine gelbe Flagge. So, weil Olaf, auch Olaf geht hier vorbei an, an Rinaldus. Jetzt aber. Auch noch lernen. Okay, Mangi, dann ich gebe alles. So, Sektor 3, gelbe Flagge, wie da hoffentlich kein Safety Car jetzt. Aber bisher, oh doch, da steht roter. Oh, Hurricane raus. Aber ohne Safety Car diesmal. Sehr, sehr schade. Wir haben nur noch 11 Fahrer im Feld. 5 Runden noch zu fahren hier. Mittlerweile fast jeder, bis auf einer, im Moment in den Punkten. Aber auch dies kann sich noch ändern. Morgen Klausur. Oha. Gut, dass ich keine Klausur mehr schreiben muss. So, Sektor 3. Wer ist hier? Verursacher der gelben Flagge. Schießt. Marvin. Man weiß es nicht. Und. Ach, wie ärgerlich. Axel raus.
Axel raus, Safety Car in der Runde 25. Somit jetzt Olaf auf Platz 2, Rinaldus auf 3, Dynamo auf 4, Marco Linsky auf 5, Bimsi auf 6, Puti auf der 7, Marvin 8, Beast 9 und Janni dann auf Platz 10. Somit alle Fahrer in den Punkten. Dachte ich auch, wo ich meine Ausbildung angefangen habe. Ja. Scheiße, jetzt hast du es nochmal, ne? So ein Mist aber auch. Ja, aber auch das geht vorbei. So, ja, Runde 25, Safety Car. Mal gucken, ob die Fahrer überhaupt noch ohne Safety Car zu Ende fahren werden. Oder ob das Safety Car jetzt entsprechend bis zum Schluss draußen bleibt. Wir werden sehen. Boah, die nächste Strecke. Oh, jetzt warte. Oh, jetzt fragst du mich raus. Ah, kann ich dir sofort sagen. Oh, Rennkalender. Mann. Mich. Bum, 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 bum. Genau, Punktetabelle erleben. Antusmo 1. Viel zu viel auf dem Discord. Wir sind jetzt aus Australien. Abu Dhabi kommt als nächstes, dann haben wir China. Genau, dann 22 noch ausstehend. Jetzt weiß ich nicht, ob das schon aktualisiert wurde. Auf jeden Fall haben wir auch noch Japan zu fahren. Jetzt wieder Nachholtermin.
So, Safety Car geht rein. Linus gibt das Tempo vor. Olaf auf 2, Rinaldus auf 3. So, wir sind gespannt. Wir schauen uns das Ganze von hinten an. Ja, Jani geht hier vorbei an Beast. Dynamo kassiert eine Zeitstrafe. Guti an, Dream sie dran. Oh, Jani kommt hier innen, will hier vorbeigehen, aber Guti bleibt erstmal vorne. Ja, es wird eng hier bei den beiden. Jani will natürlich auch weiter nach vorne. Ja, keine Frage. So, aber auch Marvin, der hier an Beast dran ist. Beast übrigens geghostet. So, Marvin jetzt hier vorbei an Beast. Marvin jetzt auf 9. Jani hängt noch hinter Booty fest. Und Dynamo, ach wie ärgerlich. Vorne mitgefahren und jetzt Platz 10. Ah, sehr schade für ihn auf jeden Fall. So, Olli muss aufpassen. Rinaldus ist auf Angriffskurs. Allerdings Strafenmusik. 6 Sekunden Rinaldus. Also, dass selbst wenn Rinaldus jetzt vorbeigeht an Olaf, bleibt Olaf trotzdem Zweiter. Und da... Oh, Dynamo, jetzt hat ihn aber irgendwas getroffen, also das war... Die Runde. Beziehungsweise eben der Dreher hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Ja, letzte Runde. Die letzten 2 Kurven. Ja, herzlichen Glückwunsch an Linus zu Platz 1, Olaf zu Platz 2, Rinaldus Platz 3. Beziehungsweise Marco Linsky. Platz 3, Booty auf 4 vorgefahren. Eieiei, was ist da los? Marvin auf 5, Jani auf 6, ja, Rinaldus durch die Strafen runter auf 7, Streamsy auf 8, Beast auf 9 und Dynamo dann 10. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende angekommen. Hat sich jetzt Dynamo tatsächlich nochmal gedreht? Ach, wie ärgerlich. Ja, sauberes Rennen auf jeden Fall. Bis auf die... Ja, kleinen Safety Car Phasen. Heute ein bisschen später fertig geworden. Das nächste Mal, Wochenende wieder wie gewohnt. 20 Uhr Start. Wo hatte ich gesagt, wo fahren wir hin? Abu Dhabi. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen schönen Start in die neue Woche, einen restlichen schönen Sonntag. Monkey, dir viel Glück morgen bei deiner Klausur und danke, dass du dabei warst. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.